Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, ich bin gerade an der Base angekommen. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeladen und habe das Auto jetzt in die Base zurückgebracht. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich unterwegs ein kleines bisschen verletzt. Deshalb will ich mich jetzt erstmal aufheilen. Ah, wunderbar. Und das ohne, dass der Große läuft. So. Jetzt muss ich das Flugzeug entladen. Flugzeug, den LKW. Das mache ich am besten von hier aus. Na, komm, hier. So. Wo habe ich denn Solarzellen eingesteckt? Ah. Offensichtlich habe ich die von hier mitgenommen, denn hier habe ich kaum noch welche. Aber warum? Das muss ein Versehen gewesen sein. Explosivstoffe. Das ist doch auch schon einige. Oh. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und was ihr nicht seht, ist, dass mein Uran schon wieder verschwunden ist. Da. Large Reactor. Ist, dass sich das automatisch zieht. Gut, dass es mir wenigstens gleich aufgefallen ist. Halt, die Waffe. Naja, eigentlich kann ich sie schon ablegen. Zusammen mit einer anderen noch. Zig, mit Kritz aber ganz wenig Motoren nur. Na gut, das ändert sich, wenn ich da die Hangartüren noch abbauen sollte. Ich sage jetzt aber bewusst sollte, denn es kann sein, dass das jetzt ja gar nicht mehr nötig ist. Weil wir schneller als gedacht vom Planeten runterkommen. So, die kann ich eigentlich gleich in den Assembler machen. Ist alphabetisch geordnet, oder? Nee. Da, Assembler. Die möchte ich nämlich möglichst. Achso, mehr passen da nicht rein, okay. Dann kommen die natürlich noch hier hin. Oh, da hat sie gleich wieder aus dem Assembler geworfen. Wieso das denn? Moment, das müssen wir dann halt mal direkt beim Assembler machen. Vielleicht, weil der Assembler aus ist. Also schaut mir den Assembler an. Assembler ist an. Du gehst mal bitte auf Disassembling. Was? Du machst das Gegenteil, oder? Du produzierst. Nee, da. So. Dann mach doch genau, was ich mir gewünscht habe. Dachte ich zumindest. Ja, doch, es wird mehr.
Ach so. Das holt sich der gleich wieder. Hilft nichts, den muss ich jetzt abschalten. Der Large Reactor 2 auf, bitte. Und dann gib mir bitte gleich das Uran, das du hier hast. Also, das gibt es wahrscheinlich so nicht. Weil das Uran ist mir hier viel mehr wert als in den blöden Raketen. Das ist trotzdem automatisch weg. Wieder in den Large Reactor, verflixt nochmal, das soll's nicht hin. Gut, aber es ist jetzt wenigstens aus. Ah, ich bezweifle im Augenblick, dass wir doch noch dazu kommen, dass den Battleborn wirklich fertig zu bauen. Schon eine gewisse innere Nie fast dahinter, dass wir mittlerweile Autos gebaut hatten, die eine stärkere Bewaffnung aufweisen. So. Was ich jetzt wirklich tun sollte, ist Luft schnappen. Ja, klar, gucken, die Oxygen Bottle ist voll. Dann hatte ich hier noch eine übrig gelassen. Ja, wenn schon, dann hier, ja. Dann nehmen wir die noch mit. Habe ich im Großen noch Oxygen? Eine, ja. Dann holen wir uns die auch gleich noch. Und dann gehen wir mal auf Erkundungstour. So. Wie lange kannst du Batterie? Control Panel. Batterie 3 ist auf Recharge, kommt jetzt auf Discharge. Sagt, das kann so 2 Tage, aber irgendwie wage ich das zu bezweifeln. So, jetzt kann er noch 31 Minuten. Und dann fliegen wir mal mit einem kleinen Umweg zu dieser MRA-Seite. Experimentellen Seite, das sollte problemlos gehen. 20 Kilometer schaffen wir in unter einer Viertelstunde. Durch die Krümmung des Planeten, das ist hier sichtbar. Also, hoffentlich kommen wir dem Sperrbereich vom Headquarter nicht zu nahe. Aber ich denke nicht. Nicht, wenn wir hier so einen großen Umweg fliegen. Der Turmschild sieht schon faszinierend aus.
Oh Mann, ich bin noch gerade mit dem Auto von der anderen Research Base hergekommen. Muss also wirklich sagen, es fliegt sich so viel schneller. Ja, 30 Minuten immer noch. Das schafft er gut. Hin und zurück. Dann kann ich mich dort mal umsehen. Wobei mir es mir auch gerade auffällt. Na, es reicht nicht aus. Wir kriegen noch ein bisschen mehr Sonne ab, weil wir der Sonne entgegenfliegen. Planetenkrümmung und so weiter. Aber es reicht nicht aus. So. Aber dank Planetenkrümmung ist immer noch weiter unten. Ah, ich bin unglaublich gespannt, was da ist. Ich bin nur fast ein bisschen wehmütig, weil ich glaube, das ist die letzte Station. Ich habe mir aber auch überlegt, wenn ich diesen Weg gegangen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich alles aufgeben muss, was ich gemacht habe, denn ich kann dann immer noch versuchen, den anderen Weg auch noch zu gehen und mir meinen Weg in das Headquarter kämpfen und somit auch noch ein bisschen mehr vom Lore und so weiter mitbekommen. Ich glaube, ich fliege schon wieder bergauf. Jetzt sind es nur noch 6 Kilometer. Ich habe so langsam das Gefühl, es ist doch nicht so viel Krümmung. Und näher, sehr versteckt in den Bergen oder so. Da, in dem Krater. Da wäre ich mit dem Auto sowieso nicht hingekommen. Das bedeutet aber auch, wenn ich da spezifische Sachen brauche. Kamera. Das sieht jetzt aber seltsam aus. Ist das vielleicht doch auf der anderen Seite? Es muss hier drin sein. Sie sagten ja, es ist gut versteckt. Oder besser gesagt, sie haben es ja geschrieben. Das ist eine Höhle. Kann ich in der Höhle parken? Also am Eingang? Nee. Es sei denn, ich will mit den. Es ist auch gar keine Höhle. Ah, doch. Und ich kann darauf parken. Genial. Na, kann ich nicht locken?
habe doch definitiv hier Kontakt. Jetzt. Aber warte mal, solange ich da drin bin, kann ich die Motoren ja ausmachen. Nein, du wolltest nicht wegmachen, verflixt. Welcome back, anonymous researchers. The elevator is ready to take you down to the experiment area. Danke für die freundliche Einladung. Leere Sauerstoffflaschen, die kann ich auf dem Rückweg mitnehmen. 20 medizinische Komponenten sind auch nicht gerade unwillkommen. Keine Beschreibung, doch da, down, up. Okay, dann gehen wir mal down. Experiment completion progress at 342%. Atmosphere is 95% nitrogen. 3% oxygen, 1% argon, trace amounts of carbon dioxide. Was sensort ihr denn? Boah! Boah! Mein Gott, bin ich froh, dass ich nicht nur einfach das G-Corps Hauptquartier erobert habe. Man, guckt euch das an. Guckt euch das an. Eine Lagune mitten auf dem Mars. Sieht's aus, ist wirklich Sauerstoff da zum Atmen? Ich fürchte nicht. Danger Blasting Explosives. Okay, die brauchen wir nicht. Hoffe ich zumindest. Oh, die Krankenstation. Soll ich die erst reparieren? Hier, schau mal, lese mal, lese. System Status. 45 System Tests failing. Life Support negative. Air Control Systems at 23%. Conclusion: Human Repair needed. Estimated time: 5 days. Ja, ich sehe es. Hier muss einiges repariert werden. Unter anderem diese Tür. Oh, ich hätte mit dem Auto gleich hierher fahren sollen, aber wie krümm ich. Ich muss auf der anderen Seite parken, denke ich mal.
Was ist hier passiert? Zeug reicht halt dafür einfach nicht aus. Okay, wir wissen jetzt, wir müssen hier Reparaturen machen, ich schätze. Zumindest um. Ach, warte mal, was steht hier? Hey guys! Remember's movie tonight? Night tonight at the beach. I found an old classic TV show. It was the best classic sci-fi of its time. Apparently, they only made one season of the movie because they were worried it would make all the other TV shows look bad. Na, wer weiß es? You can take the sky from me. Pitman, do not even think of using that experimental jump drive to hide the freighter in the cavern. If you get the calculations off, you could damage both it and the experiment. Viera. God damn it, Pitman. Hier hat's wieder Kojin. Sind die alle auch gegangen mit dem Ding? Sorry. Aha, dafür brauchst du Steel Plates. Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich hier gerade ein paar rausschneiden. Beacon. Wieso hat sie drin überhaupt ein Beacon? Nee. Das doch geheim halten wollten. Initializing MRED Mars Research Expedition Database. All systems online. Disto speaking critical error. Air processing minor error. Reactor critical error. Vocal systems minor error. Backup power active. Mabel, willst du uns nichts erzählen? Vielleicht auf die Art, auf die klassische Art. Was? Ah, hat vielleicht vorher schon gefehlt, okay. Reactor Core, ja, offensichtlich. Was brauchst du? Du brauchst 2000 Reaktorkomponenten. Ich habe keine 2000 Reaktorkomponenten. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich 2000 Reaktorkomponenten herholen soll. Wieso speichert ihr hier Explosivstoffe? Gut. Genau was gesagt wird, dass es ist, okay. Dann müssen wir mal da hoch. Eine Lagune mitten auf dem Mars. Kein Wunder, dass die das schützen wollten. Da ist der Strand, da ist die Filmnacht, da ist Serenity, Firefly. Oh. Und die haben aus irgendeinem Grund die Filmnacht nicht überlebt. Okay. Der Strand mit Eis und allem drum und dran. Da hier haben wir sogar eine Gefrierbox. Ah ne, das ist nur ein Unglück, das ist jetzt.
Keine Reactor Components. Scans show an ancient Iguana class freighter. None of its systems are active. Repairing it will take some time, but it may also be your only way to leave Mars safely. Ja gut, dann gib mir eine Chance hier auszukommen. Kommt denn der hier überhaupt rein? Und wie raus? Das kann ich doch unmöglich alles durchbohren. Ah, jetzt verstehe ich so langsam, was hier passiert ist. Hier sind noch ein paar Sachen aktiv. Was ist das da? Nur ein gutes altes Geruch. Okay. Das da ist ein Small Reactor. Oh, mir schmeckt nichts Gutes. Kein Saft. Brücke. Mabel, können wir nicht die Technologie hier extrahieren? Wir brauchen jetzt so viele Sachen. Oh, wir haben sogar noch eine funktionierende Batterie. Und einen Autopiloten. Small Reactor. Also, hilft nichts, machen wir Inventur. War komplett eingeklappt. Dann reparieren wir erstmal, was wir einfach so reparieren können. Was? Ach du Sch. Mabel, glaubst du ernsthaft, ich kann das reparieren? Ich wollte doch nur Baupläne für Hydrogen. Und jetzt muss ich das nochmal runterhauen. Das ist, das war, was war das? Cryo Chamber. Gut, wir müssen nicht alles reparieren. Hier Hydrogentanks. Mabel! Haben wir an dem Ding überhaupt noch Triebwerke?
Hier ist ein Triebwerk, aber nur eines und nur eine Richtung. Ja, auch nur eines. Das heißt, wenn wir keine Pläne finden, dann ist auch mit dem Ding Essig. Bild eine gute Idee, dein Plan, was auch immer, geht hier nicht auf. Warte mal. Es sei denn natürlich, du hast mir heimlich die Pläne zugesteckt. Nein, da sind immer noch die Löcher und wir haben nur die atmosphärischen Thruster. Da seitliche Triebwerke. Aha, die hat unten Triebwerke. Ja, ist auch seitlich und vorne. Ich glaube, dann kriegen wir es doch noch hin. Tatsächlich vorne. Und es braucht gar nicht dermaßen viel. Am schwierigsten werden wohl die beiden Reaktoren. Ich muss mir ganz sicher sein. Und wir müssen dann natürlich auf jeden Fall das ganze Zeug hier reinzubringen überhaupt. Das ist. Pass mal auf, ich brauche hier mal ein GPS. Damit die sehen können, ob ich vielleicht von der anderen Seite reinbrechen kann, wenn ich wieder draußen bin. Das heißt, ich meine, klar, gebraucht wird einfach alles. Für die Batterien brauchen wir 85 Komponenten. Ich meine, wir können das Ding angeschlagen, wie es ist, in den Weltraum fliegen. Wir brauchen nicht alle Systeme online. Aber die Hydrogengeschichte müssen wir machen. Also, Batterien. Dann weiß ich schon, was gemeint ist. 85. Hier 100 Komponenten. Und da war doch noch einer. Den brauchen wir nicht. Hier war noch einer, genau. 200. 200 Reaktorkomponenten. Ich hoffe, da von den Gyros ist es, stellt sich nicht noch mal was raus als Dings. Beacon? Wieso ist das Ding so riesig, so furchtbar? Und sonst haben wir keinen
Ja, ich würde sagen, das ist dann die oberste Priorität. Reaktorkomponenten. 200. So, in dem verstorbenen Reaktor da drin war nichts mehr, so dass ich hätte sagen können. So, brauchst du was Spezielles? Denke ich, aber ja, nur das Übliche. Das sieht noch relativ fit aus. Aber auch keine Reaktorkomponenten mehr drin. Und das heißt, dass denen da wohl einer fehlt davon. Und wie wir das ganze Hydrogen da drin auffüllen sollen, dafür hat uns Möbel auch noch keine Lösung verraten. Noch ein Small Reactor, der offensichtlich da drin fehlt. Hydrogentank. Und ich brauche auch kein so großes Schiff. So, zur Lagune muss man ja so kommen können. Ja, jetzt habe ich natürlich wenigstens einen guten Grund. In der Grotte, da kommt man da irgendwo raus. Nee. Aber ich schätze, hier können wir vielleicht das Eis fördern, das wir für die Dings brauchen. Für die Reaktoren. Dann würde ich sagen, erstmal gehen wir wieder. Wir wissen, was wir brauchen. So, das Licht können wir ausmachen. Was wir noch nicht wissen, ist, wie wir da auf der anderen Seite wieder rauskommen. Wie funktioniert der eigentlich? Ist nicht drauf geachtet. Vielleicht einfach nur mit Pisten, aber es würde mich dann doch ein bisschen interessieren. Halt, das lässt mich nicht einsperren, ich will da raus. Gar nicht so einfach, hier wieder rauszukommen. So. Dann schmeiß mal den links an. Und dann mal schauen. Wir denn überhaupt eine Möglichkeit haben, das Schiff wieder aus der Höhle rauszukriegen? Das schaut schon mal irgendwie nicht gut aus. Ist das Schiff?
Ein Jump Drive hatte das Schiff gar nicht. Ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Also selbst mit Sprengstoff so durch den Berg, das geht doch gar nicht. Mabel, wie stellst du dir das vor? Naja, dann versuchen wir es eben erstmal wieder herzurichten, das gute Schiff. Und eine Sauerstoffflasche, das reicht auf jeden Fall für den Rückweg. Und hier neues GPS-Signal. Secret okay. Triebwerke gar nicht abgeschaltet. Ich sollte mich schämen. Schätze, da lang müssen wir. QS Relay. Fliege ist mal so. Kann es gar nicht glauben. Eine Lagune mitten in links, aber. Also 85 Power Cell Dinger, das kriegen wir schon zusammen. Aber dann fehlt es uns ja auch wieder an Uran. Und wie kriege ich die ganzen Rohstoffe dahin, die ich brauche?
wäre vielleicht am Ende doch einfacher, mal kurz bei denen da vorbeizuschauen, denen wir jetzt übrigens gerade gefährlich nahe kommen. Ist irgendwas? Na gut, wir sind schon durchgekommen, ohne dass es was gemacht hat. Hier ist ein Auto, wohin ist das unterwegs? Es ist wohl der einfachste Weg hier. Das müsste unsere aktuelle Base sein. Ja, ist sie auch. Wir brauchen noch nicht einmal ein Leuchtfeuer in der Nacht. Was? Hoch, sondern runter. Normalen Flugzeug ganz und gar nicht zu empfehlen, aber damit geht's gut. Ein kleines bisschen runter muss ich trotz allem. Ganz schön vorsichtig hier rumdrehen. Wow, wieso habe ich denn jetzt 45 Minuten Flugzeug? Das ist aber klar, weil ich gerade kein Gas gebe. So, genau richtig ansetzen. Richtig drehen, zurück. Ausschalten, Batterie auf Aufladen, und dann ist der Tag gegessen. Ich sage erstmal Tschüss und bis bald.